Hey Leute, ich bin schon wieder Simon und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diese Woche gibt es eben das Outfit Battle, was ich jetzt vor 2 Wochen angekündigt habe. Es sind 28 Outfits insgesamt zusammengekommen von 23 verschiedenen Personen, also wirklich geisteskrank irgendwie. Ich habe nicht mehr mit 10 gerechnet, also wirklich danke an jeden, der was eingesendet hat. Ich habe 8 Leute reingenommen, aber auch die anderen, die ich nicht mit reingenommen habe. Ihr seht wirklich alle fucking fresh aus, also macht euch keine Sorgen, weil ich euch jetzt hier nicht mit reingenommen habe. Ich habe jetzt so meine 8 Favorites mit reingenommen und ja. Dann geht's jetzt auch los mit dem Video. Ich werde eine Straw-Poll-Abstimmung machen, die dann, ich würde sagen, so bis Freitag läuft. Und dann am Anfang des nächsten Videos werde ich dann den Gewinner einblenden, damit er dann auch was davon hat. Und ich werde ihn natürlich auch noch in meine Instagram-Story posten. Und ich wollte noch sagen, dass das nur meine Meinung ist, die ich zu den Outfits sage. Und es hat eigentlich keiner wirklich das Recht, euer Outfit zu bewerten und euch schlecht zu machen oder sowas. Die einzigen, die so ihr eigenes Outfit bewerten können, seid eben ihr selber. Und wenn ihr sagt, euer Outfit ist cool, dann tragt es, seid confident damit und ja, das wollte ich nur gesagt haben. Dann geht's jetzt los mit dem ersten Outfit. Das erste Outfit ist von Max Marlon und es ist relativ basic, aber irgendwie cool. Also das Foto ist auch echt nice, so finde ich. Irgendwie nice Farben und so. Er trägt ein helles T-Shirt von Cactus Jack, also ein Heist in the Room Promo Shirt. Also Travis Mert könnte man sagen. Gefällt mir gut, ist relativ basic auf der Vorderseite. Er hat nur hier so ein kleinen Print. Was auf der Rückseite ist, weiß ich nicht. Dann trägt er dazu eben eine Urban Classics Hose. Und die Schuhe sind eben die Travis Scott Air Force One aus 2020 sind die, glaube ich, released. Ich meine ja, Anfang des Jahres. Auf jeden Fall Travis Merch als T-Shirt, Travis Schuhe. Passt sehr gut. Die Hose ist auch in so einem sehr, sehr hellen Ton. Also passt insgesamt sehr gut, würde ich sagen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist eben, dass die Hose mit so einem Bund über den Schuhen endet. Und jetzt nicht so darauf stackt. Keine Ahnung, man findet da bestimmt noch eine noch bessere Hose. Auf jeden Fall aber von den Farben her und so gefällt mir das Outfit echt gut, muss ich sagen. Und ich würde sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Outfit weiter. Das nächste Outfit ist eben von einem Mädchen. Jungs, die Frauenquote ist gesaved. Nein, Spaß so. Das Outfit ist eben von Xenia. Ich habe sie gefragt, ob sie Bock hat, mit dem Video dabei zu sein. Weil ich kenne sie halt persönlich, sie geht in meine Klasse. Und ich meinte, yo, dein Style ist nice. Hättest du vielleicht Bock, dann auch so bei dem Video hier mit dabei zu sein und so? Sie meinte, ja, dann haben wir da ein Foto für sie gemacht. Also ich habe das Foto hier auch gemacht und so. Und ja, jetzt ist sie mit im Video dabei. Aber ich werde trotzdem das Outfit ganz objektiv bewerten, so dass alle die gleichen Chancen haben und so. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben bei dem Outfit an. Sie trägt einen Madison Hoodie. Grüße nochmal an Gianni. Wirklich sehr nice der Pullover. Und den Hoodie habe ich ihr eben zum Geburtstag geschenkt, weil ist halt ein nicer Hoodie, muss ich sagen. So, dann darauf eine schwarze Zara-Hose. Schwarzer Hoodie, schwarze Hose, kann man nichts mit falsch machen. Und dann nochmal so, um das Ganze abzurunden, Vans Skate High in weiß mit schwarzem Vans-Logo, also diesem Vans-Strich. Ich weiß nicht mehr, ob es das Logo ist so. Auf jeden Fall, ja, ist relativ basic, würde ich sagen, aber kann man nichts mit falsch machen. Ist halt schwarz-weiß. Der Hoodie bringt dann noch mit dem Madison-Schriftzug eben diese Freiheitsstatuenfarbe rein. Ist echt nice, muss ich sagen, so. Kann man wirklich nichts mit falsch machen. Und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch was von Madison. Die Quali ist echt gut. So, das nächste Outfit ist von Zeno.snr. Und der trägt hier diesen schwarzen Peso Black Friday Hoodie, den man sich so vorbestellen konnte, wovon Justin 34.000 verkauft hat, was echt, echt kranke Zahlen sind. Auf jeden Fall, man sieht dieses Peso-Logo gar nicht. Von daher sieht der Hoodie einfach wie ein ganz schlichter schwarzer Hoodie aus, der halt schön oversized sitzt. Also, finde ich, kann man halt nichts mit falsch machen mit so einem schlicht schwarzen Hoodie. Und da steht Peso drauf, kann man auch nicht groß was mit falsch machen. Ist ja auch noch relativ basic. Dazu trägt er eben eine straight leg sitzende helle Jeanshose von Urban Streets, meint er, ist die. Gefällt mir echt gut, die Hose. Ich habe ja auch selber eine von Weekday, die in einem ähnlichen Farbton ist. Also wirklich, ich bin in letzter Zeit irgendwie wieder ein Jeans-Fan, nachdem ich 2 Jahre lang gar keine Jeans getragen habe. Aber hier gefällt mir die Hose sehr, sehr gut. Und die sitzt auch sehr, sehr nice auf die Obsidians, also die Jordan 1er, die er dazu trägt, die er auch mit weißen Laces hat, was ich finde einfach nicer ist. Wenn ein Jordan eine weiße Zunge hat, dann sollten da auch weiße Laces rein, finde ich. Ist einfach so eine Regel, habe ich glaube ich schon öfter jetzt auch gesagt, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, wie diese helle Jeanshose zu den Jordans passt. Ich meine, Obsidians sind ja ein nicer Colorway und dann mit einer Jeans passen die eben perfekt. Und die Jeans deckt glaube ich so darauf, dass sie diesen oberen Teil quasi, wo auch so dieses Wing-Logo und so drauf ist, einfach überdeckt quasi. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut irgendwie. Sehr stimmig alles mit einem sehr dunklen Pullover, also schwarz, dunkler geht es dann ja gar nicht mehr. Und dann aber ab darunter dann alles sehr hell. Irgendwie gefällt mir das Outfit gut, ist sehr, sehr basic, kann man halt überhaupt nichts mit falsch machen. Ja, ist wie ich finde ein nices Outfit. Und dann kommen wir zum nächsten. Das nächste Outfit ist von TimXKRCHT. Er trägt auch die Obsidians mit weißen Laces drin. Wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ich hätte auch gern einen Obsidian.
Ich habe aber ein L kassiert auf der Sneakers-App und bei allen Raffles, aber egal. Darauf trägt er eine Hose, die, wie er gesagt hat, vom Dachboden ist. Also ich kann euch hier jetzt nicht sagen, was das für eine Hose ist. Einfach eine helle Chino-Hose, würde ich sagen. Sitzt auf jeden Fall sehr nice. Er hat die so umgeschlagen. Ich glaube, ich hätte die nicht so umgeschlagen, sondern einfach auf die Schuhe stacken lassen. Ist, glaube ich, nicer so, aber ja, sieht nicht schlecht aus, wie er es gemacht hat. Dazu trägt er ein Travis Scott T-Shirt, was meine ich von Merino Marwood ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Und eben eine Casio. Kann man halt nichts mit falsch machen. Ist so eine silberne Uhr einfach. Kann man halt nichts mit falsch machen. Insgesamt das Outfit aber wirklich gut kombiniert, muss ich sagen. Hier oben eben der Travis Scott Print, wo es hier so um den Print rum quasi so ein helleres Blau ist. Dann passt das eben gut zu den Schuhen und dann das T-Shirt an sich ist in so einem Grau, also leicht ausgewaschenes Schwarz. Das passt irgendwie zu diesem Dunkelblau vom Schuh und ja, wirkt einfach sehr, sehr stimmig, muss ich sagen, dieses Outfit. Also echt gut kombiniert, muss ich sagen. Und das T-Shirt ist echt krass, hätte ich auch gerne, aber gibt es, glaube ich, nirgendwo mehr. Also wenn es das von Merino Marwood ist, an das ich gerade denke. Aber ja, weiter geht's mit dem nächsten Outfit. Das nächste Outfit ist von SVFI unterstrich. Und er trägt einen weißen Sweater von Misbehave mit so einem, ich weiß gar nicht, was auf dem Print drauf sein soll. Sieht aus wie so ein griechisches Gebäude und einem Strand und Meer irgendwie drauf. Auf jeden Fall von den Farben her ist der Print sehr nice, kommt auf diesem weißen Pullover auch nochmal sehr gut zum Vorschein. Darunter trägt er zum Layern ein T-Shirt von Ruff. Den Sweater hat er unten beim Bund so umgeschlagen. Dazu trägt er eine blaue Jeans von Zara, die auch so straight leg fittet. Also sie ist jetzt kein dunkelblau, auch kein hellblau, also sage ich jetzt einfach mal blau. Und darauf trägt er Nike Blazer. Und was ich krass finde an diesem Outfit ist eben, die Blazer sind ja größtenteils weiß, das spiegelt sich in dem Sweater wieder. Dann der Print des Sweaters spiegelt sich eben in der Hose nochmal wieder, also die Schrift und das Meer so. Und dann vorne bei den Blazern ist ja so eine Lederapplikation. Die ist nochmal, meine ich, also sieht zumindest auf dem Bild so aus, genau der gleiche Farbton wie das Ruff T-Shirt, mit dem er den Sweater eben gelayert hat. Also wirklich mega, mega stimmig irgendwie. Und mir gefällt es eben gut, wie da auf dem Sweater so die Farben zum Vorschein kommen. Ich finde irgendwie, wenn man so noch etwas bunt zum Outfit hat, macht es das nochmal ein bisschen nicer, so lässt es halt herausstechen. Aber ja, insgesamt ein sehr nices Outfit, muss ich sagen. Das nächste Outfit ist dann von BenB.04. Er trägt hier ein Represent Love Hunter T-Shirt. Den Hoodie davon habe ich ja auch in meinem Grey-Video gehabt. Also wirklich ein mega, mega gutes T-Shirt, muss ich sagen. Gefällt mir einfach extrem gut irgendwie. Mit diesem Represent-Schriftzug, der dann so von lila Blitzen hinterlegt ist. Dieser Schlange, die so relativ dunkel ist, so ein graues, das meine ich. Und dann eben dieser Frau, die so um die Schlange quasi geschwungen ist. Also wirklich ein krasses T-Shirt. Dazu trägt er dann den 6PM V3 Trackpant, also die 6PM OZ Trackpants, die ich in diesem Cream hatte, die ich dann zurückgeschickt habe, weil mir das zu gelblich war. Aber sitzt wirklich nice bei ihm, muss ich sagen. Und mit der schwarzen kann man eben auch nichts falsch machen. Und dazu trägt er dann eben Adidas Supercord. Der Supercord ist wirklich ein nicer Schuh, muss ich sagen, irgendwie. Relativ günstig, ich meine 100 oder so kostet der. Und von den Farben her und so ist der echt nice. Also kann ich nur empfehlen, wer gerade einen günstigen Sommerschuh sucht. So. Auf jeden Fall echt nices Ding. Und das Outfit ist halt relativ schlicht. Einfach weiße Schuhe, eine schwarze Hose. Und dann eben nur das T-Shirt, was so Akzente setzt. Aber echt nice, würde ich genauso tragen, würde ich sagen. Und ja, das nächste Outfit ist von ERXCTT. Und er trägt ein Divention-T-Shirt, dieses mit der Schlange drauf. Darüber trägt er eine LFDY-Jacke, so eine Hoodie-Jacke, die halt so weit aufgemacht ist, dass man eben diesen Schlangenkopf noch sieht. Ist, wie ich finde, eine witzige Idee, die Jacke so weit aufzumachen, dass man eben die Schlange noch so rausguckt, aber dann unten zu ist. Die Jacke hat so einen Bund wie die neue Peso-Jacke, also diese lilane. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der größte Fan von diesem Bund, aber ja, kann man auch nicht groß was mit falsch machen. Die Jacke ist halt einfach schwarz hier jetzt. Also auch, ja, was will man mit einer schwarzen Jacke falsch machen, ne? Dazu trägt er dann auch die 6PM V3 Trackpants. Um die Hose halt besser auf die Schuhe stacken zu können, hat er unten diesen Reißverschluss offen und so fällt die Hose halt relativ nice auf die Schuhe. Die Schuhe sind Nike X Off-Red Dunks in diesem roten Colorway. Ja, ist ein nicer Schuh, muss ich sagen, obwohl ich glaube, dass ich den University Red, der jetzt letztens gedroppt ist, nochmal nicer finde als den Off-Ride. Und der University Red ist auch noch günstiger und so. Weil der ist hier halt so rot-grau und hat dann noch so diese orangenen Bänder drüber. Und der University Red ist halt einfach schlichter, ist so rot-weiß, ist einfach schlichter, wie ich finde. Und da kann man auch noch so geile weiße Laces reinmachen. Ja, aber der Schuh hier ist auf jeden Fall auch sehr nice. Das Outfit hier ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, wie ich finde.
größtenteils halt schwarz und dann das T-Shirt und die Schuhe setzen rote Akzente, was auch nochmal gut matcht so. Kann man auf jeden Fall wieder gar nichts mit falsch machen. Von daher, mir persönlich gefällt es eben recht gut. Das letzte Outfit ist von Mans Hoda Monze. Ich habe den Namen garantiert falsch ausgesprochen. Also tut mir leid, wenn ich deinen Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, das Outfit ist mal was anderes. Würde mir persönlich, glaube ich, auch niemals stehen. Aber ich fand das irgendwie krass. Es steht ihm halt richtig, richtig gut. Und gefällt mir auch so, wie er es trägt. Also er trägt, ich muss nachgucken, er trägt eine Cap von Lacoste. Die Brille ist von Amazon und erinnert so an die LV 1.1 Millionär Brille. Aber hat halt kein Logo, hat er geschrieben. Die Kette ist so eine Bienenkette von Aporo Brand, wie er schreibt. Noch nie vorher gehört und man sieht die Kette auch nicht wirklich auf dem Bild. Das T-Shirt ist ein Oversized Pokémon T-Shirt von Bershka in so einem lila Colorway. Gefällt mir recht gut, ist nur, glaube ich, etwas lang. Also die Ärmel sind von der Länge her noch okay, finde ich, auch wenn die jetzt schon so umschlagen. Aber ich meine einfach so, das T-Shirt geht so zu weit nach unten, wie ich finde. Aber ja, irgendwie passt es auch gut bei diesem Outfit. Egal, machen wir weiter mit der Tasche. Die ist von Guess. Die Hose ist einfach von H&M. Die Socken sind von H&M. Und die Schuhe sind halt ganz einfach Air Force One. So, jetzt, wo ich alles aufgezählt habe, war ja ziemlich viel dann doch, kann ich jetzt mal sagen, wie ich das Outfit finde. Also, ich finde es nice irgendwie so. Die Brille ist halt einfach schwarz-weiß, so sind dann die Socken und die Schuhe auch. Die Tasche ist von Guess mit so einem Guess-Monogramm-Muster eben drüber. Erinnert so ein bisschen an Gucci oder auch Dior, könnte man sagen. Kann man nicht großes mit falsch machen, ist für mich, glaube ich, so etwas zu groß. Also, die ist nicht so in die Breite, sondern mehr so nach vorne. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Auf jeden Fall, ich mag es lieber, wenn die so enger anliegen, aber halt so breiter sind. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Aber auf jeden Fall, die Tasche passt auch gut zu dem Outfit. Dann das lila T-Shirt. Ich weiß nicht, ob so genau mein lila Farbton ist. Ich mag lieber so ein helleres Lila. Aber auf jeden Fall der Pokémon-Printer drauf, auch wenn ich nie irgendwie groß Pokémon-Fan war. Ist ganz cool. Ist so weiß, setzt nochmal einen nicen Akzent und passt sich nochmal den Schuhen, den Socken und der Brille an. Und ja, die Cap rundet auch nochmal so das Outfit ab. Auf jeden Fall ein gewagtes Outfit, muss ich sagen. Zu ihm passt wirklich mega. Ob es mir stehen würde, glaube ich jetzt nicht, aber mir gefällt es irgendwie. Es ergibt ein geiles Gesamtbild so, von daher echt nice. Mach weiter so. Mir gefallen gewagte Outfits echt gut immer, auch wenn sie mir halt meistens so nicht stehen. Aber echt nice Props an dich, dass du dich auch traust, so was Gewagteres zu machen und nicht einfach so 0815 mäßig rumläufst. Finde ich wirklich nice und ja, so das war's jetzt auch. Ich mache eine Straw-Poll-Abstimmung mit allen Leuten, die eben hier im Video waren. Dann guckt euch nochmal genau an, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Stimmt für das Outfit ab und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nochmal so euer Feedback zu den einzelnen Outfits vielleicht abgeben könntet. Und ja, dann war es jetzt mit dem Video. Bis dahin, ciao.